Herzlich willkommen, liebe Gameboy-Freunde. Ups, das muss noch mal kurz weg. Und jetzt kann ich euch begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Gameboy-Freunde, zu einer neuen Folge von Gameboy Time. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und heute wird es mal wieder sportlich sein, nachdem wir beim letzten Mal beim Dschungelbuch geradewegs, sagen wir mal, richtig schlecht abgeschnitten haben, habe ich mir mal gesagt, okay, heute zeige ich euch mal, wo ich richtig schlecht abschneiden kann, und zwar nämlich beim virtuellen Sport. Nicht E-Sports, sondern eher was ganz anderes. Denn es ist bald soweit, die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro stehen an, und daher, dass es zu Zeiten des Gameboys noch kein Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen gab, gab es aber vor genau 20 Jahren, muss man auch sagen, ein Gameboy-Spiel, was im Rahmen der Olympischen Sommerspiele in Atlanta rausgebracht war. Das waren ja eine dieser besonderen Sommerspiele nach den 1984 in Los Angeles in Amerika. Und deswegen spielen wir heute die Olympic Summer Games auf dem Gameboy. Das ist im Übrigen auch wieder mal ein Spiel, was auch nennen wir es mal konsolenübergreifend und auch außerhalb des Nintendo-Franchises nämlich rausgekommen ist, denn unter anderem kam es für das SNES in 1996 natürlich hier raus, aber auch für die PlayStation, ja, für die PlayStation, die geradewegs auch auf den Markt kam, und zwar nämlich in Europa im Juni 96, so auch natürlich in Nordamerika, und auch für das Sega Mega Drive, also auch für eine Sega-Konsole kam das Ganze raus, das unter anderem in Japan sogar ein bisschen später, nämlich nach den Olympischen Spielen. Die Olympischen Spiele finden ja so meist im Sommer statt, also so im Spätsommer, im August ungefähr. Und in Japan kam das Spiel auch nochmal raus für den Sega Mega Drive, nämlich am 25. Oktober 1996. Alles dann natürlich in dem Jahr, wo die Olympischen Sommerspiele in Atlanta stattgefunden haben. Und das Spiel beinhaltet unter anderem natürlich auch viele olympische Disziplinen, 10 verschiedene wieder runter, beispielsweise 100 Meter Lauf, Weit-, Hoch-, Drei- und Stabhochsprung, Diskuswerfen, Tontauben- und Bogenschießen und natürlich Speerwerfen. Das Ganze natürlich irgendwie zu drücken mit den Gameboy-Tasten, je nachdem, wie man das machen muss. Ich habe geradewegs 100 Meter Lauf probiert und habe gesehen, ich habe versagt. Ich glaube, bei Bundesjugendspielen oder so, da hätte ich, glaube ich, besser abgeschnitten als natürlich bei solchen Spielen, wie das hier der Fall wäre. Wir werden das natürlich versuchen anzuzocken. Das Ganze kam für den Game Boy, wie schon gesagt, raus, aber natürlich auch für die PlayStation oder für Sega Mega Drive. Wir werden am Ende dieser heutigen Zock-Session natürlich euch auch nochmal angucken, wie das Ganze selbstverständlich funktioniert. Sollte, wie natürlich in den letzten Folgen, wieder mal der Ton nicht richtig mitspielen, dann tut es mir natürlich leid. Ich habe es geradewegs auch so gemacht, dass es natürlich für euch sehr, sehr leise sein könnte. Sprich, dass ihr sogar nichts hört. Aber ich habe hier natürlich noch mal einmal einiges angepasst. Wir schauen uns jetzt noch mal das Intro an, was natürlich auch, ja, das hört man natürlich, das hört ihr jetzt natürlich nicht, ist natürlich klar, deswegen muss man Systemsound wieder anmachen. So, jetzt aber. Und das ist natürlich dann auch der Sound, ne, man sieht es auch, Publisher unter anderem 3DO, Sega Genesis, also für die Plattform unter anderem, für das Sega Mega, also für Sega Genesis unter anderem, fürs Super Nintendo und fürs Mega Drive unter anderem. Und der Publisher war unter anderem natürlich Eidos, wie man die natürlich heute kennt. Und das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Drücken wir direkt auf Start, sehen wir auch direkt sofort hier, was wir nehmen können. Wir können direkt sofort spielen, wir können Practice spielen, wir können uns die Option angucken und natürlich die jeweiligen Rekorde, die natürlich dann, sagen wir mal, auch Weltrekorde, offizielle Weltrekorde von damals waren. Nee, ich wollte da noch nicht hin. Und natürlich gibt es auch noch die Optionen, wo wir natürlich unter anderem den Sound einstellen können. Das können wir nicht mit den Pfeiltasten im Übrigen machen, sondern mit B oder A unter anderem. Wir können auch einstellen, wie viele Spieler, aber wir machen das natürlich erstmal auf Easy, ganz genau, Easy Peasy selbstverständlich. Und bei Practice, da können wir auch uns natürlich unter anderem raussuchen, was wir natürlich spielen können und spielen möchten. So, wir nehmen uns dann natürlich dafür erstmal 100 Meter Lauf natürlich raus. So, Practice selbstverständlich, das sind wir, derjenige, der am Blinken ist, und wir müssen genau aufpassen. So, und wir müssen jetzt natürlich, ich glaube, A und B gedrückt halten. Oh ja, A und B gedrückt halten. Also kennt man das ungefähr? Ich halte gerade den Controller richtig kacke, aber ich bin trotzdem Dritter geworden. Aber ich verstehe das Ganze jetzt, wie das läuft.
Practice again, no. Denn wir machen das jetzt natürlich offiziell. Da sehen wir es beispielsweise hier, Customize Game. Da können wir unter anderem uns auch anschauen, was wir natürlich machen können. Wir können Play Game machen oder natürlich Cancel. Wir spielen direkt Play Game und ja, wir ändern mal erstmal unseren Namen. Und auch natürlich, so, erstmal hier W-A-L-D-I. So, okay, wenn ich auch, ja, Country, da können wir beispielsweise raussuchen. So haben wir dann hier Germany, da haben wir es, Germany. Und so gehen wir natürlich ran. Oh mein Gott. So, hier sehen wir das natürlich, so ein bisschen die Eröffnungsfeier, könnte man quasi sagen. Ne? Also ist auch was ganz Besonderes, muss man so sehen. Ne? Ich mache mal ein bisschen mal hier die Moderationskarten weg. Und macht natürlich auch eine Menge Fun, muss man eigentlich sagen. Man kann das auch mit mehr Spielern spielen, um natürlich daraus dann irgendwie ein bisschen so eine Meisterschaft zu machen. Das können wir dann auch mit Start überspringen. Und jetzt sehen wir es natürlich hier. Die erste Lane, Paul aus Spanien. Paul aus Spanien. Ne? Paul aus Spanien, so kann man das sagen. Meine Wenigkeit aus Germany und Ian aus Italien. Ja, ein bisschen komisch. So, und jetzt weiß ich, dass ich A und B gedrückt halten muss. Und ich muss genau aufpassen, wann die genau laufen. Und das wird so richtig schwer sein. So, jetzt. Yes! Geil! Oh, 10,80! Der Spanier hinter mir mit 11,34 und der Italiener Ian mit 11,49. Boah, war das knapp. Jetzt kommen wir natürlich zum zweiten Result. Da finden ja auch immer zeitgleich welche statt. Hier beispielsweise Doug aus Frankreich, ne, mit 11,18. Gary aus Großbritannien mit 11,51. Und Colin aus Brasilien mit 11,53. Nicht über die Namen wundern, keine Ahnung. Der Computer nimmt das halt anscheinend so raus. Weiß auch nicht. Und jetzt kommen wir zum Finale. Das heißt, ich kann hier Gold holen. Also mit Bronze gehe ich wenigstens nach Hause. Und jetzt geht's los. So, müssen natürlich auch wieder aufpassen. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ah, verdammt. Ah, nee. Ah, Mist. Ja, ich habe leider den Controller scheiße hingelegt. Bin leider nur Dritter geworden. Aber dafür gibt's Bronze. Ach. Schade. Aber dafür hat Deutschland wenigstens eine Bronzemedaille gewonnen. Und es geht sofort weiter mit Hurdles, also sprich mit Hürdenlauf. Das heißt, ich muss irgendwie eine bestimmte Taste drücken oder was? Scheiße. Ne? Ah ja. Wie springe ich? Ah. Können wir nochmal starten? Nee. Also ich hab's jetzt verstanden. Das Problem ist leider nur, ich bin direkt raus. Und Italien hat damit gewonnen. Wir sind jetzt auf den vierten Platz runtergerutscht. Und jetzt kommt Jump oder Pass? Ja, Jump. Müssen wir das jetzt nochmal machen oder wie? Oh, nee. So, wir müssen jetzt Stabhochsprung! Ist das Spielaufgang? Nee. Was war das denn? Ich weiß es auch nicht. Naja, schade. 4 Meter, ja komm. Probieren wir es nochmal. Stabhochsprung wieder. Das heißt, wir müssen direkt sofort dann auch auf... Und jetzt! Oh, schon wieder nicht. Ja, wieso? Ich glaube, ich werde einfach mal... Moment, ich mach's nochmal. Jetzt nochmal. Wir haben 3 Versuche jeweils. Ich lauf einfach mal stumpf, ohne was zu drücken. Schon wieder nicht. Ich verstehe das irgendwie nicht. Naja, ist ein bisschen schlecht, also ich habe es hier jetzt auch nicht geschafft. Ne? So der Einzige, der es nicht geschafft hat, Stabhochsprung war ich nie einfach. Ja.
Und jetzt gibt es den langen Lauf. Müssen wir aufpassen. Boah. 6,39 Meter. Wir müssen immer wieder mit der rechten Taste. Ja, sind draußen. 6,39 Meter. Hat nicht gereicht. Schade. Aber der zweite Jump kann jetzt natürlich bringen. Oh. 8,58 Meter. Gucken wir mal. Ja, guck mal, das geht doch. Geht doch. Im Weitsprung war ich auch immer gut, muss man so sagen. So. Und der dritte Jump. So, und... Ah, zu langsam. Und ich glaube, über die Linie. 8,11 Meter. Trotzdem vorne. Mit 8,58 Meter. Der beste Sprung. Und jetzt Runde 2. Das heißt, jetzt aber hier. So. Ah, ich glaube, das war 7,65 Meter nur. Wurde er genehmigt? Naja, aber trotzdem bleibt es bei 8,58 Meter, weil bis jetzt noch keiner über meinen Rekord gekommen ist. Das heißt, ich könnte hier noch meinen Rekord ausbauen von 8,58, aber unwahrscheinlich. Uh, 8,64. Rekord ausgebaut. Das sieht schon mal gut aus. 8,64. So, und jetzt der dritte Lauf. Ja, das kriegen wir hin, komm. 9 Meter. Ja, das wird wieder nichts. Ne, das sind diesmal weniger als 7 Meter, glaube ich. Oh, 7,33 Meter. Naja. Das wäre sogar unter, nicht mal in den Top 10. So. Erste Goldmedaille. Im Weitsprung wenigstens. Ja, damit sind wir auf Platz 2 gerückt. Mit einer goldenen und einer Bronzemedaille. Schon mal etwas Gutes. Jetzt kommen wir zum Triple Jump. Oh Gott. Triple Jump. Ja, scheiße. Und, ja. Was war das denn? Was war das? Was war das? So, nochmal. Ah, wir müssen hier. 16,71 Meter. Was war das denn? Aber wir sind wieder vorne. Aber wir müssen dreimal springen irgendwie, oder was? Ich verstehe es nicht. Und... Wieder nichts. Trotzdem sind wir weiterhin vorne mit 16,71 Meter. So, Runde 2. Mein Gott, ne. Wie haben wir das jetzt beim zweiten Mal hingekriegt? Ich verstehe es nicht. Aber wenigstens hier Deutschland. Trotzdem, 16,71 weiterhin. So, Runde 3. Und, oh, wieder nix. Landen wir so direkt mit dem Gesicht so auf die... Oh, ich verstehe das nicht. Trotzdem. Weiterhin Gold. Auch wenn wir die letzten 4 Runden verschissen haben. Finde ich auch nicht schlecht. Dafür sind wir jetzt auf Platz 2. 2 Goldene, 1 Bronze. Ne? Und jetzt kommt Barheart. Also ich glaube, Diskus werfen, oder? Oh Gott, schon wieder seitlich springen. Oh. Und hepp! Jawohl, 1,90 Meter haben wir geschafft. Jetzt mit der wir mussten jetzt hier natürlich mit der Pfeiltaste nach oben, selbstverständlich, also mit dem Steuerkreuz nach oben, unter anderem dann springen.
Ja, wir springen nochmal. Oder? Wir können auch natürlich passen, so wie es gerade ausschaut. Ja. Und hepp! Sehr schön. 1,92 Meter. Alle haben es geschafft. Machen auch den dritten Lauf. 1,94 Meter. Ich glaube, da wird es immer höher gehen, ne? Also hängt immer wieder davon ab, wie wir natürlich hier reagieren, wie wir hier springen. Und wie schon gesagt, mit B und A laufen wir. Nicht nur mit A und B, Waldi. Da sehen wir auch schon, die ersten vier sind bei 1,92 Meter schon raus. Also Paul aus Spanien, Gary aus Großbritannien, Kevin aus Deutschland und Dümpner aus Irland mit 1,92 raus. David aus Australien mit 1,90 schon raus. Der Rest hat bis Platz 7, also bis Mark der Russe natürlich es geschafft hat. Und wir machen jetzt 1,96 mit, bis wir es selbst nicht mehr schaffen. Also ich sag mal wirklich, das können wir jetzt hier mal hinkriegen. Wie schon erwähnt, scheiße, wir haben es nicht geschafft. Das ist für uns zu hoch gewesen. Leider haben wir es nicht geschafft. Dafür kriegen wir nicht 1,96 wieder. Wir können es nochmal probieren. So. Wie schon gesagt, mit A und B immer laufen, immer abwechseln und... zu niedrig. Zu niedrig. Wir haben es leider wieder nicht geschafft. Wir passen diesmal. Das ist das Endresultat. 1,98. Ja, komm. Wir können einen noch schaffen, vielleicht, wenn wir uns jetzt anstrengen. Deswegen halte ich jetzt mal eine Klappe. Yes! So geht's ab, oder? Ja, geschafft. Oh, Mann. So, 2 Meter. Oh, Mann, jetzt wird's aber schwer hier. Jetzt wird's schwer. Geschafft? Jo, geschafft. So, 2,02 Meter. Ja, komm. Nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, bis alle irgendwie, oder ich weiß nicht. Das sieht immer so danach aus, als würden wir das nicht schaffen, ne? Aber wir schaffen es. Ich war... So, einer ist mit 2 Metern raus. Kevin aus Deutschland. Alle Hoffnungen, die deutsche Hoffnung, Waldi. Er muss es schaffen. Er muss Gold holen. Und er schafft es. Er schafft es. Oder? Ja, wieder 2,04 Meter. So, das bedeutet irgendwann... Oh Gott, 2,06 Meter. Ja komm, springen wir. So, jetzt nochmal höher gesetzt. Also, jetzt müssen wir uns richtig konzentrieren. Nee, nicht geschafft. Ich glaube, hier passen wir diesmal. Ja, jetzt sind wir auf Platz 6. Das heißt, wir können es nochmal probieren. Wir haben ja 3 Versuche jeweils. Schaffen wir das nicht, sind wir natürlich raus. Schon wieder nicht. Jetzt müssen wir mal den Controller besser hinlegen. Also haben wir schon wieder nicht geschafft. So, letzter Versuch. Ich glaube, bei 2,6 ist bei uns auch Schluss. Doch nicht. Oder? Tatsache. Ist nicht Schluss. So, 2,08 Meter. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, liebe Freunde. Jetzt wird's spannend. Und geschafft. Will ich mich verarschen? Ich hab's geschafft? Tatsache. So, jetzt 2,10 Meter. Das geht. Das wenn ich das schaffe, wenn ich hier Gold kriegen sollte oder überhaupt eine Medaille, dann bin ich ein Held. Scheiße, ich habe ja auch auf leicht gestellt, deswegen. Wenn ich es auf hart gestellt hätte, wäre ich... Wäre scheißegal. So, jetzt sehen wir es. 3 sind nur noch da. Das bedeutet, diesen Sprung, jetzt jeweils nächsten Sprünge, muss ich schaffen. Wie schon gesagt, mit B und A rennen, zusammen immer gedrückt halten im Abwechsel und dann mit dem Steuerkreuz nach oben springen. 2,12 Meter. Ja, alle haben es geschafft. Jetzt 2,14. Wir haben ja jeweils auch immer wieder 3 Versuche. Sprich, schaffen wir die 3 Versuche nicht. Also definitiv eine Medaille kriege ich.
hängt auch davon ab, wie die anderen es schaffen. So, einer hat es nicht geschafft. Das bedeutet, jetzt geht es auf 2,16 Meter höher. Schaffe ich das jetzt nicht oder der andere nicht, ist vorbei. So, das war jetzt mein erster Versuch. Ne? Hieße jetzt, ich würde Silber bekommen. Aber ich habe noch zwei Versuche. Sprich, versaue ich diese beiden Versuche auch, dann bleibt es bei Silber. Aber so wie es ausschaut... Ja, es wird spannend. 2,18 jetzt. Jetzt 2,18. Und denkt dran, wir haben immer wieder die Chance, hier mit Gold rauszugehen. Ah, das war nix. Da sieht man auch schon, wie er das so macht, der Athlet, in Anführungsstrichen. So, beide haben es nicht geschafft. Das heißt, beide nochmal den neuen Versuch. Das heißt, wenn ich es schaffe und er nicht, haben wir Gold. Wenn er es jetzt schafft, haben wir Silber. Wieder beide nicht. Ach du Scheiße. So, letzter Versuch. Das heißt, jetzt müssen wir es schaffen. Scheiße. Was passiert jetzt? Out of contest. 2,16 Meter. Aber wir haben es geschafft. Ja, wir haben die meisten... Sprünge geschafft anscheinend und kriegen hier auch Gold. Platz 2 schämt sich. Ne? Ja, das ist die Medaille, die Tabelle. Ja, so viel dann auch zu diesem Spiel. Also es ist recht interessant. Also wir sind jetzt bis zum Stabhochsprung gekommen. Wäre jetzt noch Diskus werfen, wäre noch gewesen, Speer werfen, Bogenschießen und so. Also wir sehen es, guckt mal hier, 3 Goldmedaillen direkt sofort geholt. Also ich bin der olympische Held, muss man eigentlich so sehen und so sagen. Ist nicht schlecht. Muss man eigentlich so sehen. Echt ein tolles Spiel, aber wie schon gesagt, für einen Gameboy eigentlich in der Sache, weil du musst den Gameboy quasi hinlegen und dann, ne, so musst du quasi dann draufdrücken, ne. Und das ist halt natürlich, wenn du ihn so hältst, schwer, wenn du immer A, B, A, B, A, B, A, B, A, B draufdrückst. Deswegen empfehlen, ne, bei einem Gameboy ist es ein bisschen schwer. Also solltet ihr das Gameboy-Spiel, also das Originalmodul besitzen, dann macht's folgendermaßen. Spielt auf dem Super Nintendo. Ja, also mit dem Super Game Boy, wie wir es mal vorgestellt haben. Deswegen. So, damit sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Folge angekommen von Game Boy Time. Aber wie immer an dieser Stelle darf ich natürlich auch darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich auch noch unsere Optionen hier haben, wie ihr dieses Spiel selbst kaufen könnt. Und da gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit, natürlich bei Retro-Sammlern natürlich zu gucken, die es verkaufen, bei Amazon, bei Konsolenkost und so weiter. Und natürlich haben wir hier auch wieder mal die Möglichkeit, mit Amazon euch das mal wieder zu versüßen. Hier natürlich zu finden, recht klein hier zu sehen. Können wir natürlich auch nochmal vergrößern, selbstverständlich, hier nochmal zu sehen. 4 Gebrauchte gibt es aktuell nur für 3,89 Euro. Und natürlich gibt es aber dann in Wahrheit etwas mehr, deswegen machen wir das ein bisschen größer. Ihr seht es hier, für 3,89 gut gebraucht von Medienversand, die natürlich auch sehr gut sind. Denkt an die 3 Euro Versandkosten. Kostenlose Lieferung kriegt ihr bei Skeles Store. Dort kriegt ihr es natürlich nur für 6,90 Euro ohne Versandkosten. Und natürlich dann das teuerste für 6,99 Euro. Ein sehr guter Zustand im Gebrauch. Hier sieht man es auch mit Original GBA-Modul, sonst mehr nicht. 3 Euro Versandkosten, also bei knapp 10 Euro seid ihr dann. Das sind dann auch quasi geradewegs diese ganzen Sachen gewesen, die natürlich dabei sind. Also mehr gibt es auch nicht geradewegs zu sagen über dieses Spiel. Es ist ein sehr altes Spiel, 20 Jahre alt ist es, also genau 20 Jahre fast. Wir haben es ja jetzt April, das bedeutet ja Mai, Juni, 20 Jahre wird es dann alt sein. Und wenn dann die Olympischen Sommerspiele in Rio stattfinden, gibt es ja dann auch für die neuesten Konsolen, beispielsweise auch für den Nintendo 3DS. Jetzt muss ich ihn... Ah, da hinten liegt er. Der liegt nämlich auf einer anderen Ablage. Ich muss jetzt erstmal kurz... Wie mache ich das? Ich nehme mal mein Ohr raus. Ich hoffe, dann passiert nicht dasselbe, was früher sonst passiert ist. Halbe Aufzeichnung im Arsch, wenn man einmal den Ton rausnimmt. Ne? So, und zwar habe ich ja noch mein Nintendo 3DS hier und da gibt es ja natürlich auch dafür Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen quasi
Gut, Ton ist noch da. Geradewegs zu schauen. Und ich guck mal kurz nach. Ich hoffe auch, die Frontkamera vom Laptop funktioniert. Nein, sie funktioniert nicht. Wie immer, das ist mal wie immer schön. Deswegen muss ich das mal so zeigen. Also man kann das so geradewegs noch erkennen. Geradewegs nicht. Ne? Also ich guck mal geradewegs nach, dann halte ich es auch vor die Kamera. Also ist auch kein Problem. Ich hoffe, das schaffe ich noch in der Zeit. Kein Access Point gefunden. Scheiße. Stimmt, ich muss ja den hier neu einsetzen, weil ich den WLAN-Port umbenannt habe. Das ist auch noch eine Arbeit, die ich heute noch machen muss. Ja. Deswegen sind wir dann auch schon am Ende dieser heutigen Gameboy-Time-Folge. Heute mal ausnahmsweise mal eine, die wenigstens mal gute Motivation hier gebracht hat. Immer gerne wieder. Wie schon gesagt, ihr könnt gerne auch eure Kommentare zu diesem Spiel natürlich abgeben, aber auch Spielevorschläge gerne mal schicken. Falls ihr welche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an derchotv@gmx.de oder an info@derchotv.de. Immer wieder gerne. Und natürlich gibt es auch die Kommentarfunktion auf unserer Webseite, aber auch natürlich unter dem Post auf Facebook unter anderem. Liked gerne mal die Facebook-Seite von DerchoTV, ist auch kein Problem. Dort gibt es natürlich alles weitere. Hinweise zum Spiel auf Englisch natürlich über den Wikipedia-Artikel, wo es natürlich auch zur PlayStation-Version wahrscheinlich was gibt, beziehungsweise Infos dazu und so weiter, gibt es unten in der Videobeschreibung. Da gibt es auch natürlich auch noch viele Informationen. Aber wie schon gesagt, gerne bleibt auf unseren Social-Kanälen, selbstverständlich Social-Media-Kanälen, auch noch auf dem Laufenden. Das war es auch jetzt von Gameboy Time für dieses Mal. Nächstes Mal gibt es natürlich auch wieder ein Spiel. Und ich kann euch schon mal sagen, das ist auch schon angekündigt, wird es um die Maus gehen. Um welche Maus, das wird sich natürlich dann nächste Woche bzw. das nächste Mal zeigen. Des Weiteren bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen und macht's gut.